Willkommen zur heutigen News for You-Ausgabe. Top Film News. Die DC-Serie Supergirl. Der Serienhit Supergirl mit Melissa Benoist als Titelheldin läuft derzeit mit der aktuell 4. Staffel auf dem US-Sender The CW. Bereits vor 4 Wochen wurde in den neuen Folgen die Ankunft eines bekannten und berüchtigten Gegenspielers bestätigt: Lex Luthor. Nun steht laut dem US-Magazin Hollywood Reporter fest, wer den Schurken darstellen wird. Die Rede ist von John Cryer. Der Schauspieler dürfte vielen als Charlies Bruder Alan Harper aus dem Serienhit Two and a Half Men mit Charlie Sheen bekannt sein. Nun wird John Cryer in der DC-Serie Supergirl zum legendären Oberschurken Lex Luthor. Bereits im 4. Superman-Film mit Christopher Reeve aus dem Jahre 1987 spielt er schon als Lenny Luthor, Neffe des Bösewichts, mit. Nun legt er sich in der Serie mit seiner Cousine an. Kurznews: Venom 2. Die Comic-Verfilmung aus dem Spider-Man-Universum feiert nicht nur in den USA und China große Kinoerfolge. Sony plant bereits mit einer Fortsetzung mit Tom Hardy als Antiheld. Kinostart für 2020 geplant. Monster Hunter Film. Resident Evil Regisseur Paul V.S. Anderson verfilmt derzeit die beliebte Spielereihe. Ein neues Bild mit Mila Jovovich liefert endlich einen ersten Bezug zum Spiel. Ein gewaltiges Knochenschwert in den Händen eines Monsterjägers. Top Gaming News: Diablo 4. Mehreren aktiven und ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern zufolge befindet sich Diablo 4 bereits in Entwicklung. Unter dem Projektnamen Fenris soll Blizzard Entertainment angeblich bereits 2016 damit begonnen haben, den nächsten Teil der Diablo-Hauptserie zu kreieren. Mit einem fertigen Spiel sollten wir allerdings keinesfalls vor 2020 rechnen. In einem Report von Kotaku erklärten die interviewten Blizzard-Angestellten, dass Diablo 4 unter dem Motto "Umarme die Dunkelheit, Embrace the Darkness" entstehen und demnach wieder sehr viel düsterer werden soll. Diablo 3 stand bei vielen Fans in der Kritik, weil sich der Grafikstil und die Zaubereffekte zu sehr von dem entfernt hätten, was die Rollenspielreihe eigentlich ausmacht. Das Projekt Fenris würde sich deshalb wieder stärker an Diablo 2 orientieren, statt am direkten Vorgänger, so einer der Blizzard-Mitarbeiter. Kurz News: The Walking Dead Final Season. Episode 3 und 4 von The Walking Dead Final Season befinden sich wieder in Entwicklung. Skybound Games konnte viele ehemalige Telltale-Mitarbeiter anheuern. Civilization 6 Gathering Storm. Firaxis hat einen neuen DLC für Civilization 6 angekündigt. Die Erweiterung erweitert das Spiel um Naturkatastrophen und bringt den Weltkongress und Diplomatie-Sieg zurück. Top Technik News: Apple. Mehrere Zulieferer von Apple sollen laut Berichten weniger Bestellungen für die Komponenten der neuen Smartphones iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max erhalten und deswegen Probleme haben. Laut Bloomberg scheinen auch der Auftragshersteller Foxconn davon betroffen zu sein, denn ein internes Schreiben kündigt für das nächste Jahr starke Sparmaßnahmen an. Außerdem soll Apple damit begonnen haben, das iPhone X wiederherzustellen, obwohl dieses Modell bei Apple selbst nicht mehr verkauft wird. Ob das ein Hinweis darauf ist, dass das iPhone X beliebter und günstiger ist als die neuen Versionen, ist nicht klar. Es könnte auch sein, dass Apple hier die von Samsung gelieferten OLED-Bildschirme verwendet, die wegen der gesenkten Produktion des iPhone XS sonst nicht mehr gebraucht werden. Zumindest lässt sich das iPhone X günstiger produzieren als die neueren Smartphones. Kurznews: GeForce GTX 1080. Nach der GeForce GTX 1080 Ti wird nun auch die beliebte GeForce GTX 1080 im Handel knapp. Für PC-Spieler, die eine ähnlich leistungsfähige Grafikkarte kaufen wollen, bleibt dann nur noch der Griff zur neuen GeForce RTX 2070. Deutsche Telekom. Nach der Bundesnetzagentur hat auch das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass StreamOn gegen die Netzneutralität verstößt. Die Telekom will trotzdem nichts ändern. Das war die heutige News for You Ausgabe. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende, eine tolle nächste Woche und wir sehen uns nächsten Samstag. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ed.